Außergewöhnliche Beweggründe brachten ganze Scharen unter die Fahne. Ein vollständiger Ablass von allen Strafen für begangene Sünden wurde jedermann verheißen, der im Krieg fallen würde. Leibeigene dürften die Scholle verlassen, an die sie sonst gebunden waren. Bürger wurden von Steuern befreit. Schuldner erfreuten sich eines Zinsmoratoriums. Gefangene wurden freigelassen und Todesurteile in kühner Erweiterung der päpstlichen Vollmachten in lebenslänglichen Dienst in Palästina umgewandelt. Tausende von Landstreichern schlossen sich der langen Wanderung an. Menschen, die ihrer aussichtslosen Armut überdrüssig waren. Tatenhungrige Abenteurer. Jüngere Söhne, die sich im Osten eigene Lehen zu erringen hofften. Kaufleute, die neue Märkte für ihre Waren suchten. Ritter, die über keine Hilfskräfte mehr verfügten, weil ihre Leibeigenen zu den Kreuzfahrern gestoßen waren. Ängstliche Geister, die Sticheleien wegen ihrer Feigheit befürchteten. Sie alle zogen in Gemeinschaft mit wahrhaft religiösen Seelen aus, um das Land von Christi Geburt und Tod wiederzugewinnen. Propaganda der Art, wie sie im Krieg üblich ist, betonte die Entrechtung der Christen in Palästina. Die Gräuel der Muselmanen, die Gotteslästerlichkeit des mohammedanischen Glaubens. Von den Moslems hieß es, sie verehrten die Statue Mohammeds. Und frommer Klatsch wollte wissen, dass der Prophet in einem epileptischen Anfall zu Boden gefallen und von Schweinen lebendigen Leibes aufgefressen worden sei. Man erzählte sich märchenhafte Geschichten vom orientalischen Reichtum und von dunklen Schönheiten, die nur darauf warteten, von tapferen Männern genommen zu werden. Eine solche Vielfalt von Motiven konnte schwerlich eine einheitliche, militärisch organisierbare Volksmenge zusammenbringen. Frauen und Kinder beharrten vielfach darauf, von ihren Gatten oder Eltern mitgenommen zu werden. Vielleicht mit gutem Grund, denn es dauerte nicht lange, bis sich Dirnen für den Dienst an den Kriegern zugesellten. So beginnt bei Will Durant das Kapitel über den ersten Kreuzzug. Und vieles daran spiegelt sicherlich gut die Atmosphäre jener Wochen und Monate vor dem Aufbruch. Einiges davon mag hingegen anekdotenhaft sein. Wir haben in der letzten Folge anhand von Arbeiten von John Riley Smith festgestellt, dass viele der Beweggründe, die heute den Kreuzfahrern zugeschrieben werden, nicht wirklich mit einer ökonomischen Durchführbarkeit am Ende des 11. Jahrhunderts einhergehen. So ist es eher unwahrscheinlich, dass enterbte Söhne versuchten, durch den Kreuzzug ihre Verluste zu kompensieren. Die Teilnahme am Kreuzzug war dafür zu kostspielig. Viele der beteiligten Kreuzfahrer mussten sich im Gegenteil zu Hause massiv verschulden, ihre Häuser und Burgen verkaufen oder verpfänden, ohne die geringste Aussicht darauf, durch die Eroberung von Palästina wieder in schwarze Zahlen zu kommen. Sie mochten es hoffen, doch niemand konnte hier Garantien abgeben. Nur die Kirche vergab Garantien seelischer Natur. Sündenerlass und Heilsversprechen waren damals ein fester Teil der Propaganda. Doch Will Durant irrt hier nicht. All dieses Chaos aus Motiven und Anreizen hatte tatsächlich eine Rolle gespielt. Doch nur für eine kurze Zeit und mit einem tragischen Verlauf und Ausgang. Hierbei ist die Rede von dem sogenannten Volkskreuzzug und dem sogenannten Deutschen Kreuzzug. Für Urban II. Und für Bischof Ademar stand von Anfang an fest, dass die gesamte Operation nur für Profis gedacht ist. Und doch fand die Anwerbung von Kreuzfahrern nicht hinter verschlossenen Türen statt, sondern öffentlich vor ganzen Bevölkerungsscharen. Urban und mit ihm auch zahlreiche andere Kleriker hatten eine ganze Tour veranstaltet, bei der sie im südwestlichen Frankenland von Bistum zu Bistum gereist waren, um dort den Kreuzzugsgedanken zu predigen. Heute wird allzu vereinfachend gesagt, dass Urban in Clermont mit einer einzigartigen Rede eine der größten militärischen Bewegungen aller Zeiten ausgelöst hatte. Doch es wird oft ausgelassen, dass dieser Rede eine intensive Tournee durch Frankreich folgte, bei der Urban und seine Priester ihr Anliegen mit viel Nachdruck in den Rachen der Bevölkerung rammten. Urban wollte hierbei sicherlich nicht zivile Bevölkerungsteile zu unüberlegten Maßnahmen aufwiegeln.
Die recht postmoderne Idee, dass die Kirche den Kreuzzug heimlich ausgeheckt hatte, um die Bettler und die Hungernden loszuwerden, indem man sie in den Orient schickte, ist nicht belegbar. Das ist eine Legende, die dem christlichen Gedanken jener Ära zuwiderläuft. Dass Urban dennoch den Umweg über die breiten Massen nahm, um eine Handvoll Entscheider und Generäle zu rekrutieren, hat vermutlich mehr damit zu tun, dass er den Adeligen, welche eine Vorbildfunktion haben sollten, die Möglichkeit nehmen wollte, sich auszureden. Urban wollte sicherlich, dass eine kollektive Stimmung geschaffen wurde, die wie eine Vibration durch alle Volksschichten ging, so dass der Adel sich nicht hinter ihren Burgmauern verstecken konnte. Oft ging es vermutlich darum, über den Umweg eines Publikums die betuchten Adeligen in Verlegenheit zu bringen. Doch umgekehrt musste Urban viele von ihnen nicht zu einer Teilnahme allzu sehr überreden. Da schien eine gewisse Bereitschaft in der Luft zu hängen. Aber natürlich wollte Urban und mit ihm die gesamte Kirche keinen Volkskreuzzug. Sie wollten nicht, dass sich plötzlich Hinz und Kunz zu Kreuzfahrern aufschwingt. Kurt Frischler beschreibt die Situation so: Der Papst und seine Berater waren überzeugt, dass die Streitmacht Christi, die da ausziehen sollte, Jerusalem zu erobern, von den reichen Feudalherren ausgerüstet und mit dem nötigen Geld versehen würde. Schließlich bot sich ihnen allen die Chance, unruhige, beutegierige, landlose Elemente loszuwerden. Das war eine größere Ausgabe wert. Diese Aussage gilt heute als ein wenig umstritten, wie auch die ganze Idee der Kreuzzug wäre eine Chance gewesen, jüngere Söhne loszuwerden, da sie keine eigenen Erbansprüche besaßen. Im letzten Video hatte ich dazu etwas von Jonathan Riley Smith vorgelesen, der deutlich macht, dass die Kreuzzüge für die einzelnen Anführer zu kostspielig waren, um irgendwelche Bastarde und ungeliebte Söhne durchzufüttern, nur weil sie ihren Familien zur Last fielen. Die Ausnahme mochte hier der seltenere Fall bilden, bei dem die Familie die Teilnahme ihres Mitglieds mitfinanzierte. Allerdings sah die Sache bei dem sogenannten Volkskreuzzug ganz anders aus, wo neben Bettlern und allerlei Pöbel auch recht viele niedrigrangige Edelleute mitgezogen waren. Diese zogen dann allerdings aus eigener persönlicher Begeisterung für die Kreuzzugsidee mit. Aber lassen wir Kurt Frischler weiter zu Wort. Dass in der Hauptsache Adelige ausziehen sollten, galt als ausgemacht, nur der Ritter führte Krieg. Das war weder eine Sache der Armen noch der Bauern. Denn auch im Jahr 1095 war ein Kriegszug sehr kostspielig und nichts musste Urbans Plan schädlicher sein als ein schlecht ausgerüstetes, hungerndes Heer. Was immer er auch erhofft haben mag, sein Plan wurde von einer Massenbewegung durchkreuzt, die weder der Papst noch seine Berater noch die großen Adeligen einkalkuliert hatten. Von den Scharen der Bettelarmen, verängstigten und verzweifelten Menschen, erschütternd in ihrer Unwissenheit. Sie nahmen das Kreuz am zahlreichsten. Man konnte ihnen die Botschaft Urbans nur durch Prediger und Redner weitergeben. Sie waren zu 95% Analphabeten. Die Kirche schätzt heute, dass damals an die 150 Prediger durch Frankreich zogen, um den Text des Papstes zu verbreiten. Sie legten täglich an die 45 Kilometer zurück und predigten dabei in 7 bis 10 Dörfern. Die Folgen waren für den Adel bedenklich. Schon auf der Heimreise nach Rom erreichten Urban beredte Klagen der französischen und italienischen Grundbesitzer, denen die Leibeigenen davonliefen, um das Kreuz zu nehmen. Die Adeligen forderten, man solle den Bauern den Pilgerzug verbieten. Das konnte die Kirche nicht. Der Papst ermahnte in lendenlahmen Aufrufen die Christen, die Pilgerfahrt gut zu überdenken und nicht leichtfertig aufzubrechen. Das war alles. Ein Fieber schien die Zuhörer zu erfassen. Sie durchwühlten ihre elenden Besitztümer, trachteten so viel wie möglich davon zu Geld zu machen, packten ihre bescheidenen Lebensmittelvorräte, Gerste, eingesalzenes Schweinefleisch, Hirse in Beutel und luden Frau, Kinder und Kleinvieh auf Wägelchen. Sie beschlugen ihre mageren Kühe und Ochsen mit Hufeisen wie die Pferde, spannten sie vor den Wagen und zogen los. Sie wussten nicht wohin, also suchten sie die nächste ihnen bekannte Stadt auf, etwa Chartres, Paris oder Dijon. Dort lagerten sie vor den Toren, verkauften den Rest ihrer Habe und wunderten sich, dass die Preise für Gebrauchsgüter fielen. Niemand wollte mehr Kleider, Pfannen, Becher und Körbe kaufen.
Dafür aber wurden Schafe, Ziegen und Geflügel immer teurer. Getreide gab es fast überhaupt nicht mehr. In den Städten stießen auch die Räuber und Zuhälter zu den Pilgerscharen. Wie weit sie von religiösen Motiven getrieben worden sein mögen, kann nicht abgeschätzt werden. Schließlich kennt das Evangelium genug Fälle, da arge Sünder zu Christus fanden. Lediglich von den Zuhältern, die ihre Dirnen unter das Kreuzfahrervolk schmuggelten, scheint festzustehen, dass sie nur eines wollten: verdienen, zu Geld kommen, ihr Glück machen. Aber auch die Berufsverbrecher hielten sich, wenn überhaupt, nicht lange anständig. Die Fürsten und Feudalherren waren irritiert. Der Graf von Namur beschreibt die Wolke aus Gestank und übler Ausdünstung, welche die heiligen Scharen begleitete. Die Rede ist von Bergen von Exkrementen und Abfällen, die sie überall zurückließen. Und die Rede ist auch von einer erstaunlichen Blindgläubigkeit und Einfältigkeit. Gottfried von Namur beobachtet Ochsenwagen, deren Insassen, da ist ja endlich Jerusalem, schreien, während sie durch das heutige Südbelgien fahren. Es gibt heute eine Menge YouTuber, aber auch Historiker, die an einer teilweise sehr tendenziösen Reinwaschung von Urban II. Arbeiten und ihn als diesen makellosen Visionär umdeuten. Ein Retter Europas geradezu. Ich glaube, der populäre Kanal Real Crusades History treibt es da am meisten auf die Spitze und gibt allen Leuten, die ein Bedürfnis nach einem katholischen Revival haben, eine Plattform zum Wohlfühlen. Doch nicht alles an Urban war großartig. Das gesamte Gesindel Westeuropas auf die Barrikaden zu bringen und dann zu hoffen, die Feudalherren würden schon für Ordnung sorgen, war eine riesige Dummheit von Urban, die vielen Menschen das Leben gekostet hat. Es zeigt, dass es gefährlich ist, den Pöbel mit Antrieb zu versorgen. Und ja, die Analogien zur Gegenwart drängen sich da auf. Es gab schon immer historische Situationen, bei denen die Ungebildeten und die Entrechteten instrumentalisiert wurden, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Ein Ziel, an dem dieselben Entrechteten und Wutbürger dann aber gar nicht beteiligt waren. Dafür hatte sie niemand vorgesehen. Man braucht sie immer nur am Anfang, wenn es darum geht, die Besonnenen einzuschüchtern. Da sollen sie dann in den Straßen sein und für die Sache streiten. Ein Stück vom Kuchen ist für sie trotzdem nicht vorgesehen. Das ist nur eine Karotte. Es endet zumeist in Tränen und Trümmern. Hey, das ist keine schlechte Alliteration. Und speziell in Europa endet es verdächtig häufig mit brennenden Synagogen. Somit, dieser Aspekt von Urbans Strategie war kurzsichtig und verdient sicherlich keine Belobigung. Natürlich bestand der eigentliche Plan darin, den Kreuzzug als eine Angelegenheit von Profis zu gestalten. Urbans Aufruf richtete sich an erfahrene Feldherren, Generäle und Fürsten. Doch er war naiv zu glauben, dass hierbei nicht eine Menge Porzellan zu Bruch gehen würde. Urbans Aufruf führte durchaus zum gewünschten Effekt. Große Namen des fränkischen, normannischen, aber auch deutschen Adels reagierten entsprechend. Unter den Deutschen sogar jene, die eigentlich in Heinrichs Lager gehörten und somit den Gegenpapst unterstützen sollten. Doch der Kreuzzugsgedanke entfachte viele Herzen. Adelige aus Schottland und Flandern eilten herbei. Viele hatten ihr Eigentum verpfändet, um ihren Anteil der Reise zu finanzieren. Und Anteil bedeutete eben nicht nur für sich selbst, die eigene Rüstung und das eigene Pferd aufzukommen, sondern für den gesamten Armeeteil aus Lehen, die dabei mitgezogen waren. Weitere adelige Ritter, Krieger, Knappen, Diener, Köche. Natürlich mussten die jeweiligen Bellatores dabei selbst für Pferd, Waffe und Rüstung aufkommen, doch nicht für die eigentlichen Reisekosten. An der Spitze der Bewegung standen natürlich die prominentesten Namen der damaligen Zeit. Allein ihre Stellung machte sie zu Anführern. Könige waren keine dabei und ich habe in den vorangegangenen Episoden recht detailliert geschildert, weshalb. Ohnehin wären damals nur drei Könige in Frage gekommen. Der Normannenkönig Wilhelm II. Von England, zu dem Urban ein eher grauschattiertes Verhältnis besaß, da Wilhelm allzu gerne an der Simonie festhielt. Der deutsche Kaiser Heinrich IV., der seinen eigenen Papst unterstützte und wegen dem Investiturstreit
für Urban kein Ansprechpartner war, wäre der zweite dieser drei Könige. Und der dritte ist natürlich der französische König Philipp I., der wegen seiner bigamistischen Ehe mit Bertrada von Montfort ebenfalls unter dem Bann stand. Außerdem verstand Urban vermutlich sehr gut, dass in dem Augenblick, in dem ein König in den Kreuzzug einsteigt, sich von da an der gesamte Kreuzzug ausschließlich um den König drehen wird. Das haben Könige so an sich. Dies sollte aber nicht der Kreuzzug eines Königs sein, wie es sie später tatsächlich geben würde. Dies sollte eine heilige Mission der Kirche sein, in welcher die Bellatores eine vollstreckende, jedoch zugleich bußfertige Rolle spielen. Das mochte illusorisch sein, denn jene Männer, die an der Spitze der Bewegung das Kreuz nahmen, hatten allesamt genug Ego, um es dabei auch mit einem König aufnehmen zu können. Schauen wir uns an dieser Stelle die 10 wichtigsten Personen an, die mit der Durchführung der Kreuzzugsidee betraut wurden. Oder anders gesagt, die wichtigsten Teilnehmer, die dem Rufen des Papstes Folge leisteten und das Kreuz annahmen. Fangen wir mit den Franzosen an. Raymond, der Graf von Toulouse, entstammt einer mächtigen fränkischen Familie und verfügt über große Ländereien, insbesondere nach dem kürzlichen Tod seines älteren Bruders Wilhelm. Seine Gebiete vergrößerten sich durch seine Heirat zusätzlich um die Provence. Dass Raymond oder Raymond von Toulouse der oberste Anführer der Streitmacht sein würde, zeichnete sich zügig ab. Raymond sprach dem Papst Urban bereits 4 Tage nach dessen Rede in Clermont seine vollste Unterstützung zu und war bei dessen späterer Promotion-Tour durch das Frankenland sein Gastgeber. Thomas Asbridge vermutet, dass Urban II. Und Raymond von Toulouse bereits vor dem Konzil in Clermont die ersten Aussprachen hatten. Graf von Toulouse gilt als kriegserfahren, insbesondere was Moslems betrifft, obwohl sich um seine konkrete Beteiligung doch etwas die Legenden ranken. Doch er wird als stolz und unerbittlich beschrieben. Auffällig ist, dass er angeblich nur ein Auge hat. Über den Verlust seines Auges ist wenig bekannt. Sein Chronist Raymond von Aguilaire kolportierte eine Geschichte darüber, dass Raymond bereits vor den Kreuzzügen in Palästina war und dort das Auge verlor. Eine Geschichte, die komplett erfunden ist. Dem Lebenswandel entsprechend wäre es viel wahrscheinlicher, dass Raymonds Einäugigkeit von einem Jagdunfall stammte. Raymond hebt eine mächtige Armee aus, die überwiegend aus südfranzösischen Rittern und Kriegern besteht. Diese will er über Norditalien und Dalmatien entlang der Adriaküste in Richtung Byzanz führen. Seine Gattin Elvira von Aragon begleitet ihn. Mit 55 Jahren ist Raymond der älteste Anführer dieser Operation und die natürliche Autoritätsperson. Hier ist auch jemand, der ganz eindeutig nicht aus niederen Beweggründen das Kreuz annahm. Finanziell kann Raymond von Toulouse sich durch den Kreuzzug kaum verbessern und gibt bereits im Vorfeld ein ganzes Vermögen aus, um die Sache zum Laufen zu bringen. Allerdings ist er vermutlich der reichste Teilnehmer dieser Unternehmung. Hugo von Vermandois ist der edelblütigste unter den Kreuzfahrern. Er ist der Bruder des französischen Königs Philipp I., der zur selben Zeit einen recht unterwürfigen Brief an Urban II. Geschrieben hatte, und vermutlich war es der König selbst, der darauf bestanden hatte, dass Hugo von Vermandois das Kreuz annahm, um so seinen eigenen Schandmakel der Exkommunikation von dem Wappen der Kapetinger zu entfernen. Es heißt aber auch, dass es die Mondfinsternis vom 11. Februar 1096 war, nur wenige Monate nach der Papstrede in Clermont, die Hugo von Vermandois tief beeindruckte und zur Teilnahme anhielt. Hugo mag der adeligste aller Teilnehmer sein, doch in vielerlei Hinsicht hat er die geringste Macht inne. Seine Anwesenheit ist wie ein Feigenblatt über der Indiskretion seines bigamistischen Bruders.
Hugo von Vermandois wird Körpergröße und Kampfesstärke nachgesagt. Sein Beiname lautet Magnus der Große. Seine Mutter war Anna von Kiew aus der Dynastie der Rurikiden, die von slawischen und skandinavischen Stämmen abstammten. Doch all das ist nur eine schwärmerische Vernebelung durch seine Gefolgsleute, denn die Schreibweise Magnus ist nur eine spätere Modifikation seines eigentlichen Spitznamen Le Mesnay, was so viel wie der Junge oder der Jüngere bedeutet. Hugo de Vermandois ist das typische Beispiel für einen hochgeborenen Adeligen, der beim üblichen Erbschaftsspiel zu kurz gekommen ist und beinahe mittellos ist. Sein Palästina-Budget dürfte aus der Kasse seines reichen Bruders, des Königs, kommen. Hugo von Vermandois mangelt es ohnehin an Ehrgeiz. Weder gilt er als allzu fromm, noch hatte er sich jemals einen Namen als Ritter gemacht. Manche beschreiben ihn geradezu als schwächlich. Im Sommer 96 bricht Hugo von Vermandois in Paris mit einer eher kleinen Armee auf, bestehend aus seinen Lehnsrittern, wie auch einigen Rittern, die ihm sein Bruder geliehen hatte, mit dem Ziel, das italienische Bari zu erreichen, einem der Sammelpunkte der Operation. Von dort will er mit Hilfe von Schiffen nach Konstantinopel übersetzen. Stéphane de Blois, Stefan II. Graf von Blois, Châteaudun, Sancerre, Meaux et Chartres, entstammt dem alten Adel und ist durchaus für seine kriegerischen Unternehmungen bekannt. Er ist sicherlich einer der reichsten Teilnehmer. Zugleich ist er mit den Normannen verschwägert. Er hatte Adela, die Tochter von Wilhelm dem Eroberer und Schwester von Robert von Normandie, geheiratet. Adela ist für ihre dominante, unnachgiebige Art bekannt. Kein Wunder, gilt doch ihr Vater als der größte Eroberer jener Ära. Man sagt ihr nach, sie hätte ihren Ehemann gänzlich unter dem Pantoffel. Stéphane de Blois fällt es vermutlich nicht schwer, den heimischen Herd zu verlassen und in den Krieg zu ziehen. Er lässt Adela zurück als die Gesamtverwalterin all seiner Ländereien und schließt sich mit seinen Einheiten der Armee von Robert von Normandie an. Wie bereits gesagt, haben sich auch zahlreiche Deutsche, Friesen und Niederländer dem Kreuzzug angeschlossen, ungeachtet dessen, dass sie eigentlich aus Regionen stammten, die Kaiser Heinrich IV. Die Treue hielten. Doch das hielt diese Fürsten nicht ab, sich in dieser Sache dennoch Urban anzuschließen. Robert II. Von Flandern, auch bekannt als Robertus Hieros Solimitanus, ist der Graf von Flandern und vermutlich einer der politisch sensibelsten Teilnehmer des Kreuzzugs. Er ist vergleichsweise noch jung, hat aber eine besondere Beziehung zu Jerusalem und zu Byzanz, da sein Vater Robert I., genannt der Friese, bereits in 1086 eine Pilgerfahrt nach Jerusalem gemacht hatte, also 10 Jahre zuvor. Auf dem Rückweg hatte der Vater langen Halt in Konstantinopel am Hof von Kaiser Alexios gemacht, sodass der Sohn, Robert II., dort als ein Freund der byzantinischen Kaiserfamilie empfangen wird. Mit seinen 31 Jahren gilt Robert II. Von Flandern wohl als der frommste der Kreuzfahrer, tief beseelt von der Idee, Jerusalem der Christenheit zu geben. Er lässt seine Frau Clemencia von Burgund wartend zurück. Gottfried von Bouillon ist vermutlich der berühmteste Teilnehmer des ersten Kreuzzugs. Verglichen mit vielen der anderen Anführer besitzt Gottfried keine riesigen Ländereien. Seine Macht beschränkt sich auf Bouillon und Antwerpen. Es ist kein Geheimnis, dass Gottfried im Investiturstreit zum deutschen König und Kaiser Heinrich gehalten hatte,
Doch dies war nichts, was Urban ihm vorhielt. Vermutlich weiß Urban, dass Gottfrieds Herz in Wirklichkeit nach den Reformen von Cluny schlägt. Er hat durchaus den Ruf, ein frommer Ritter zu sein, der die Tugenden seines Standes hochhält. Heute kann man nur spekulieren, inwieweit der hier noch relativ junge Kreuzfahrer ein inneres Dilemma zwischen Kaiser und Papst ausfocht. Gottfried ist zugleich auch der Herzog von Niederlothringen, doch diese Länderei hatte er von dem dankbaren Kaiser Heinrich als Verwaltungsgebiet erhalten, nicht als ein Geschenk. Gottfried kann also Niederlothringen nicht vererben und der Kaiser könnte es ihm jederzeit wieder wegnehmen. Gottfrieds Adelstitel erlauben ihm aber, mit den großen Namen des Kreuzzugs am selben Tisch zu sitzen, wenn auch seine Ländereien und Lehen von geringerer Tragweite sind. Für seine Anhänger ist Gottfried das Sinnbild eines Ritters, hochgewachsen mit blondem Haar, das in der Sonne glänzt. Seine Kritiker hingegen erwähnen gerne den Bauchansatz, der sich da langsam eingeschlichen hat. In Gottfried hat Urban einen gefürchteten und respektierten Feldherrn, der in den vorangegangenen Jahren seine Beharrlichkeit und seinen Siegeswillen mehr als nur einmal unter Beweis gestellt hatte. Bereits in sehr jungen Jahren hatte Gottfried in Schlachten gekämpft und seine Besitzungen verteidigt. Er gilt als exzellenter Schwertkämpfer und als ein überdurchschnittlicher Armbrustschütze. Seine Schwächen sieht man eher in strategischen Fragen, doch auf dem Schlachtfeld ist er ein impulsiver, jedoch auch effektiver Anführer. Balduin de Boulogne, Graf von Verdun, ist mit 36 Jahren der etwas jüngere Bruder von Gottfried von Bouillon. Er sieht ihm überhaupt nicht ähnlich, ist schwarzhaarig und äußerst blass. Man glaubt kaum, die beiden sind verwandt. Balduin hatte ursprünglich die Soutane eines Klerikers und Kanonikers getragen, doch das Priesteramt gibt er schließlich auf, um seinem Bruder bei der Verwaltung von Verdun zu helfen. Doch es gibt auch andere Stimmen, die besagen, dass Balduin ein wollüstiger, prunkliebender Mann ist, der nach Ruhm und Abenteuer strebt und nur ein Schatten seines frommen Bruders ist. Balduin selbst pflegt sich den Ruf eines miles literatur, eines gebildeten Ritters, der das Buch genauso ehrt wie das Schwert. Und zweifelsohne ist er einer der gebildetsten Teilnehmer dieses Kreuzzugs, doch zugleich eine undurchsichtige Gestalt, von der wir noch viel sprechen werden. Er und Gottfried haben alles auf eine Karte gesetzt. Ihre ohnehin geringfügigen Ländereien sind überschrieben, ihre Besitztümer sind verkauft und verpfändet. Balduin nimmt seine Frau Godehilde und die Kinder auf die Reise mit. Auch der dritte Bruder, Eustach der Dritte von Boulogne, ist dabei. Es ist offensichtlich, dass die Brüder nicht damit rechnen, jemals wieder in Westeuropa Fuß zu fassen. Ihr Ziel und ihre Zukunft muss nun Palästina heißen. In gewisser Weise sind sie Auswanderer mit dem Schwert in der Hand. Und schließlich waren da die gefürchteten Normannen. Allen voran Robert, Herzog von Normandie, besser bekannt als Robert Kurzhose oder Robert Courteuse, mit 42 Jahren der älteste Sohn des berühmten Wilhelm des Eroberers und damit der ältere Bruder von Wilhelm II., dem damaligen König von England. Neben Hugo von Vermandois ist er also der zweite Königsbruder, der nach Jerusalem aufbricht. Robert hat eine zerrüttete Beziehung zu seiner Familie und insbesondere zu seinem Vater und dem königlichen Bruder.
Dies eskaliert sogar so sehr, dass Robert gegen seinen eigenen Vater auf dem Schlachtfeld kämpft und diesen sogar verwundet. Etwas, das manche überraschte, galt Robert nicht gerade als großer Ritter. Vielmehr sagte man ihm Wankelmütigkeit nach und mangelnde Kampfeskraft. Er gilt als der unberechenbare und sichtlich unkontrollierbare unter den Kreuzrittern. Und sein Lebenswandel macht dies deutlich. Die meisten kennen ihn nur als einen Draufgänger, der zuletzt all sein Vermögen verloren hatte. Er verbrachte Jahre als herumziehender Ritter. In Italien hielt er erfolglos um die Hand der berühmten Mathilde von Tuscien an. Und als er den Beschluss gefasst hatte, sich Urbans Kreuzzugsaufruf anzuschließen, soll er so arm gewesen sein, dass er nicht einmal eine Straßenkleidung besaß. Er hatte nur noch seinen Titel. So verpfändete er die gesamte Normandie an seinen Bruder Wilhelm gegen eine Summe von 10.000 Reichsmark, um so seinen Anteil am Kreuzzug finanzieren zu können. Nun zieht er an der Spitze einer normannischen Armee gegen Jerusalem und vermutlich stellt sich manch ein Zeitgenosse die Frage, ob der unbeständige Robert mit dieser Aufgabe nicht überfordert sei. Und ein kleines Detail am Rande, wir haben ja zwei Roberts in dieser Geschichte. Robert II. Von Flandern, dessen Familie mit dem byzantinischen Kaiser Alexios befreundet ist, und diesen Robert hier, den Herzog von Normandie. Beide Roberts haben denselben Weg und ihre Einheiten reisen zusammen. Doch das ist eine interessante Situation, denn während Robert von Normandie sich Jahre zuvor tief in seinem Zwist mit dem übermächtigen Vater befand, verdingte sich Robert von Flandern als ein Anhänger von genau diesem Wilhelm I. Bis hin zu einer Situation, in der sich beide Roberte auf dem Schlachtfeld gegenüberstanden. Hier an dieser Stelle müssen sie also ihre Vergangenheit begraben und sich dem höheren Ziel der Kreuzfahrt ergeben. Dennoch wird es da einige interessante Gespräche zwischen den beiden einstigen Feinden gegeben haben. Doch ich vermute, dass für Robert von Flandern seine Teilnahme an den internen normannischen Querelen mehr ein pragmatisches Rittergeschäft war, während für Robert von Normandie dies alles extrem persönlich war. In jenen Jahren gilt Bohemund als der größte Krieger Europas. Er ist gefürchtet, bewundert und geradezu ein wandelndes Symbol der Männlichkeit und Dominanz. Niemand sagt Bohemund, was er zu tun hat, und wenn Bohemund durch den Raum geht, treten alle willig beiseite. Der Normanne ist kriegerisch aus Überzeugung. Doch sein Werdegang ist sicherlich durch die Tatsache befeuert, dass er bei der Erbfolge nach dem Tode seines berühmten Vaters Robert Giscard übervorteilt wurde und lediglich das relativ unbedeutende Tarent als Lehen erhielt. Schon seine Jugend war beseelt von Kämpfen und Streitereien. Unter den Kreuzfahrern gibt es keinen, der es an echter Kriegserfahrung mit Bohemund aufnehmen kann. Er gilt als der gefährlichste und der mutigste von allen. Bohemund denkt sich vermutlich seinen Teil dazu, dass nicht er, sondern Raimund von Toulouse der oberste Anführer des gesamten Unternehmens ist. Sicherlich hält sich Bohemund selbst für qualifizierter. Und dies mag nicht nur unter seinen Männern eine gängige Meinung sein. Er ist Mitte 40, doch die Jahre scheinen milde zu ihm gewesen zu sein, denn sein Aussehen ist noch immer recht jugendlich und seine Haut makellos. Die Prinzessin Anna Komnene bescheinigt ihm zwar einen seltsamen, leicht gebeugten Gang, doch auch sie ist von seinem barbarischen Erscheinungsbild beeindruckt. Von der äußerst hohen Statur, den schmalen Hüften, den breiten Schultern und einer für damalige Zeiten eher ungewöhnlichen Kurzhaarfrisur. Hinzu kommt, dass Bohemund jahrelang Krieg mit Byzanz geführt hatte und Kaiser Alexios und er geradezu Erzfeinde sind. Dies belegt auch, dass Bohemund nicht mit simplen Zahlenspielen zu beeindrucken ist. Er ist es von jeher gewohnt, gegen eine Übermacht zu kämpfen.
ungeachtet dessen, dass einige seiner byzantinischen Kampagnen im Nachhinein als militärische Fehltritte und ungestüme Schnitzer bewertet wurden. Doch in Konstantinopel soll sich schon bald herausstellen, ob die Strahlkraft des Papstes Urban und seine Kreuzzugsbotschaft die kriegerischen Instinkte des Normannen im Zaum halten kann. Denn Bohemund und sein alter Feind Alexios sollen sich schon bald als Verbündete gegenübertreten. Unter seinem purpurfarbenen Banner versammelt Bohemund über 1000 normannische Krieger und sein Entschluss teilzunehmen öffnet ihm überall Tür und Tor. Die Anzahl seiner Feinde ist schließlich unüberschaubar und viele in Süditalien sind froh, Bohemund in Richtung Palästina loszuwerden. Der jüngste der Kreuzfahrerfürsten ist Tancred de Hauteville, der Neffe von Bohemund. Mit nur 20 Jahren schließt er sich seinem Onkel an, begierig, sich Verdienste zu erwerben. Tancred geht in die Geschichte ein als eine Symbolgestalt des überschwänglichen, jungen Kreuzfahrers, der letztendlich nur für seine eigenen Interessen einsteht und hierbei auch bereit ist, sich über die Wünsche von Päpsten und Kaisern hinwegzusetzen. Verglichen mit den anderen ist Tancred verhältnismäßig arm, sodass sein Gefolge nur aus 40 Rittern besteht. Seine Anwesenheit steht tief im Schatten des mächtigen Onkels Bohemund. Tancred wird nachgesagt, dass er zum Beginn des Kreuzzugs nur wenig echte Kriegserfahrung hat, doch er gilt als blutrünstig und rücksichtslos. Zugleich erzählt man sich, dass er Arabisch spricht. Ob all dies nun der historischen Wirklichkeit entspricht oder mehr eine spätere Legendenbildung ist, werden wir im Verlauf dieser Reihe hoffentlich erfahren. Und schließlich müssen wir noch Adhémar de Monthey erwähnen, den Bischof de Lepuy, vom Papst Urban als der geistliche Leiter des Kreuzzugs eingesetzt und damit, zumindest in Urbans Augen, organisatorisch noch über Raimond von Toulouse stehend. Er soll an der Spitze des Kreuzfahrerheers nach Jerusalem marschieren. Es wird berichtet, dass bereits bei der Synode von Clermont Adhémar als der eifrigste unter den Bischöfen hervortrat und allzu willig die Rolle des kirchlichen Legaten für dieses Unternehmen annahm. Doch alle Forscher scheinen sich einig zu sein, dass diese gesamte Operation derartig stark in einer Sphäre der weltlichen, militärischen und politischen Probleme und Herausforderungen angesiedelt war, dass seine Anführerrolle, wenn überhaupt, äußerst symbolischer und spiritueller Natur war. Und dennoch sollte sich Adhémar gerade vor den Toren Konstantinopels als äußerst nützlich erweisen. Martin Kaufhold merkt etwas süffisant an, dass Adhémars geringe Autorität und seine mangelnde Befähigung, die Richtung dieser neuartigen Ereignisse zu lenken oder zu kontrollieren, lange vor dem Aufbruch spürbar wird. Da sich auf der Straße allerlei Charismatiker und Dilettanten der ideologischen Message bemächtigen und die Lage schon bald außer Kontrolle zu geraten scheint. Ein Sachverhalt, der vor allem in Adhémars Zuständigkeitsbereich fiel, doch er hatte keine Chance, Ereignisse zu lenken, die sich hunderte Kilometer weiter nördlich in deutschen Städten abspielten, die letztendlich einem anderen Papst unterstanden. Doch während diese erfahrenen Feldherren und Strategen in eine organisatorisch durchaus knifflige Planungsphase übergingen und den 15. August 1096 als das Datum des offiziellen Aufbruchs festlegten, gab es für die herumstreifenden, aufgewühlten Menschenmassen nichts zu tun. Die Enthusiasten auf der Straße hatten keine Geduld und keinen Sinn für strategische Planung. Und das war ein Problem, denn die ungelenkten Scharen beliefen sich bald auf tausende Menschen, die relativ ziellos durch die Straßen europäischer Städte streiften, aufgestachelt von Predigern, doch ohne eine konkrete Vorgabe. Wir sehen hier allerlei vertraute Mechanismen, so auch den unvermeidlichen Aufstieg von obskuren, jedoch charismatischen Persönlichkeiten, die unter anderen Umständen kaum ein Podium und kaum ein Publikum besäßen, doch nun inmitten von Chaos und Ekstase Auftrieb erfahren. Beim ersten Kreuzzug fällt dabei kein anderer Name so häufig wie Peter von Amiens
auch bekannt als Peter der Einsiedler oder Pierre l'Eremite. Stephen Runciman schreibt über ihn: Der Papst hatte die Bischöfe ersucht, den Kreuzzug zu predigen, aber ungleich wirksamer als von ihnen wurde er von ärmeren Männern verkündet, von Wanderpredigern wie Robert von Arbrissel, dem Begründer des Ordens von Fontainebleau, und noch nachhaltiger von einem umherziehenden Mönch namens Peter. Dieser war ein älterer Mann irgendwo in der Nähe von Amiens geboren. Er hatte, wie zu vermuten ist, einige Jahre vorher eine Pilgerfahrt nach Jerusalem versucht, war aber von den Türken misshandelt und zur Umkehr genötigt worden. Seine Zeitgenossen kannten ihn als den kleinen Peter, Chetou oder Kiokio im Dialekt der Picardie. Aber später verlieh ihm die Eremitenkutte, die er für gewöhnlich trug, den Namen Peter der Einsiedler, unter welchem er in der Geschichte besser bekannt ist. Er war klein und untersetzt, von schwarzbrauner Hautfarbe, mit einem langen und hageren Gesicht und auf schreckliche Weise dem Esel ähnlich, welchen er ritt und der nahezu die gleiche Verehrung genoss wie er selbst. Er ging barfuß, seine Kleider starrten vor Schmutz. Er aß weder Brot noch Fleisch, wohl aber Fisch und sprach dem Weine zu. Trotz seines niederen Aussehens besaß er die Macht, die Gemüter der Menschen zu bewegen. Eine eigentümliche, gebieterische Autorität strahlte von ihm aus. Was immer er sagte oder tat, so erzählt uns Guibert von Nogent, der ihn persönlich kannte, schien halbgöttlicher Art zu sein. Peter hatte dem Konzil von Clermont aller Wahrscheinlichkeit nach nicht beigewohnt, aber noch ehe das Jahr 1095 um war, predigte er bereits den Kreuzzug. Er sammelte eine Reihe von Jüngern um sich, die er in die Gegenden entsandte, welche er nicht selbst aufsuchen konnte. Zu ihnen zählten die Franzosen Walter Sansavoir, auch bekannt als Walter Habenichts, Reinhold von Bray, Gottfried von Burel und Walter von Breteuil, sowie die Deutschen Orel und Gottschalk. Wohin immer Peter und seine Abgesandten kamen, verließen Männer und Frauen ihre Heimstätten, um ihm zu folgen. Das Problem bestand unter anderem darin, dass Urbans Botschaft, angefangen mit seiner Rede in Clermont, sich überwiegend an Leute richtete, die eine gewisse Bildung besaßen oder zumindest eine gewisse Weltsicht, die ihnen erlaubte, Hyperbeln und Metaphern korrekt zu deuten und im Kopf aufzulösen. Doch bei den bildungsfernen Schichten angekommen, ging vieles davon nach hinten los. Die Reichtümer Jerusalems werden plötzlich zu einer konkreten Aufforderung und einer konkreten Karotte, der diese Leute nun folgen mögen. Und gerade Peter der Einsiedler bedient dieses Vokabular hervorragend, indem er unentwegt betont, dass in Jerusalem das Paradies in greifbarer Nähe läge und dort auf Christen unermessliche Belohnungen warten würden. In dieser aufgeladenen Stimmung werden viele Motive aufgefangen, die wenig zu tun haben mit einer christlichen Pilgerfahrt oder einem geostrategischen Entwurf der europäischen Politik. Hier entladen sich ganz andere Gefühle. Natürlich spielt da eine Lust am Feindbild eine Rolle. Die heidnischen Sarazenen wurden schon hinreichend in Urbans Rede dämonisiert. Für all jene Bauern und Handwerker, welche die letzten Jahre schlechte Ernten und eine Rezession zu beklagen hatten, braucht es nicht viel, um ihre Frustration in eine kollektive Wut zu verwandeln und auf ein gemeinsames Feindbild auszurichten. Insbesondere, da man bei seinen Hasstiraden auf Gottes Zustimmung zählen kann. Und so wird sich für viele das Thema auf eine simple Formel reduziert haben. Unermessliche Reichtümer, die im Orient von den Moslems gehortet werden und die man ihnen nun mit Gottes Segen, Deus lo volt, abnehmen kann. Vermutlich sah sich da manch ein auf den Hund gekommener armer Schlucker bald schon als reicher Aristokrat in Jerusalem. Und es ist gerade der pöbelhafte Volkskreuzzug, bei dem die Argumente der Apologeten heutzutage gänzlich versagen. Ich möchte einige Zeilen von Kai Rademacher lesen, der in seinem Buch »Blutige Pilgerfahrt« diese Entstehungsmomente des Volkskreuzzugs spannend beschreibt. Überall folgen ihm Anhänger, Reiche und Arme, vor allem Arme, Männer und auch auffallend viele Frauen. Sie haben alles aufgegeben, was sie in ihrem bisherigen Leben verankert hat. Stand und Beruf, Familie, Haus, Menschen, die niemals zuvor die Mauern ihres Heimatstädtchens verlassen haben, die niemals zuvor einen Fremden in unbekannter Sprache haben reden hören, machen sich auf einen Weg, der sie tausende Kilometer weit auf einen anderen feindlichen Kontinent zum Glück führen soll. Es sind
Auswanderer. Für sie ist der Aufruf des Papstes oder genauer das, was Peter der Einsiedler ihnen feurig als den Aufruf des Papstes verkündet, ein ungeheures Glücksversprechen. Allerdings hat Urban II. Vor allem spirituelles Glück in Aussicht gestellt. Erobert die heiligen Stätten der Christen und euch werden die Sünden vergeben. Das Volk, das dem Einsiedler nun folgt, ist sicherlich auch gläubig, doch vor allem versteht es, erobert die christlichen Stätten und bleibt im heiligen Land, als Siedler, Handwerker, Beutemacher. Denn Hungersnöte, Überschwemmungen und Seuchen wüten vor allem in Nordeuropa. 1094 und 1095 sind die Ernten schlecht gewesen. Vielerorts essen die Armen Wurzeln aus den Wäldern, um zu überleben. Seuchen plagen die Menschen. Das Antoniusfeuer etwa, eine tückische, für die Zeitgenossen gänzlich unerkannte Verunreinigung des Roggens mit Mutterkorn, einem Pilz. Wird das Getreide gemahlen, gelangt auch der giftige Pilz in feinsten Spuren hinein. Hautkribbeln und grausame Schmerzen plagen die Opfer, in denen ein inneres Feuer zu lodern scheint. Tatsächlich verengt das Pilzgift vor allem die Blutgefäße, so dass Gliedmaßen nur noch schlecht oder gar nicht mehr versorgt werden. Manche Opfer leiden auch unter Wahnvorstellungen. Am Ende werden Finger, Hände und Füße schwarz und fallen ab. Berge abgefaulter Gliedmaßen, so berichten Chronisten, liegen in verlassenen Kirchen. Vor allem in Frankreich und in Deutschland wütet die Seuche seit etwa 1080, weil dort immer mehr Roggen angebaut wird. 1089 war ein Seuchenjahr, schreibt ein Benediktinermönch. Besonders im westlichen Teil Lothringens, wo viele, deren Inneres das heilige Feuer verzehrte, an ihren zerfressenen Gliedern verfaulten, die schwarz wurden wie Kohle. Sie starben entweder elend oder sie setzten ein noch elenderes Leben fort, nachdem ihnen die verfaulten Hände und Füße abgenommen wurden. Soweit der Benediktiner. Und da erscheint dieser arme Mönch und kündet vom heiligen Land. Und natürlich bleibt all der irrwitzige und für das mittelalterliche Christentum so typische Aberglaube nicht aus. Peter der Einsiedler wird noch zur Lebzeit eine wandelnde Reliquie, oder vielmehr sein armer Esel. Als ein Mann ein Haar aus dem Schwanz des Esels rupft und es seiner fieberkranken Tochter auf die Stirn legt, genäßt diese angeblich nach nur wenigen Stunden. Schon bald ist der Schwanz des Esels gänzlich ausgerupft und für ein Haar des armen Tieres zahlen die Leute auch mal einen ganzen Hammel. Doch für die christlichen Menschen ist der seltsame, kleinwüchsige Mann auf dem Esel keine lächerliche Erscheinung. Dieses Bild, wie er da an der Spitze seines wüsten Gefolges durch Stadttore reitet, hat zu viel Ähnlichkeit mit dem Bild des Jesus, der auf dem Esel in Jerusalem eintrifft. Peters Spur wird zum ersten Mal in der Grafschaft Berry in Mittelfrankreich sichtbar, wo er im späten Herbst 1095 bereits gegen die Moslems predigt. Doch der Reiseweg zieht Peter den Einsiedler zunehmend in nordöstliche Richtung. Im Februar wird er in Orléans gesehen, im März begibt er sich in die Champagne und wandert durch das Lothringen. Irgendwo hier entlang des Weges schließt sich Walter Sansavoir, Herr von Boissy-Saint-Savoir, dem Pilgerzug von Peter an. Er ist ein niedrigrangiger Edelmann, dem man häufig besondere Armut nachsagte, da man in den darauffolgenden Jahrhunderten seinen Namen Saint-Savoir missverstanden hatte, da dies zu Deutsch mit Habenichts übersetzt werden kann. Doch Walter Habenichts trug diesen Namen wegen der nordfranzösischen Gemeinde Boissy-Saint-Savoir. Walter wird im Gegenteil von einigen als extrem prunksüchtig beschrieben und als jemand, der keine Skrupel hatte, die Spenden der begeisterten Bürger entlang des Weges für eigene Vergnügungen auszugeben. Doch innerhalb Peters Reisezugs war er zu seiner rechten Hand aufgestiegen. Peter und Walter treffen am Karsamstag des 12. April 1096 in Köln ein. Stephen Runciman schätzt, dass die Anzahl ihrer Anhänger sich zu diesem Zeitpunkt auf stattliche 15.000 Männer, Frauen und Kinder belief. Die Kölner galten damals als die aufgeklärtesten Leute ihrer Ära. Dies hatte viel zu tun mit der strategischen Position Kölns am Rhein und die Rolle der Stadt im regionalen, aber vor allem internationalen Handel.
Köln war damals eine altehrwürdige Metropole, beseelt von einem wirtschaftlichen Pragmatismus seiner Händler und Geschäftsleute und deutlich weniger im Griff von Ideologien als andere Regionen. Köln war für viele das Tor in deutsche Ländereien. Hier nahm das europäische Kapital seinen Weg in die nördlichen und östlichen Grafschaften und Herzogtümer. So kann man sich vorstellen, dass die Bevölkerung der Stadt längst nicht mehr so begeistert von Peters Ankunft war, wie einige der bildungsfernen Kleinstädte, die Peter und seine Menschenmassen zuvor passiert haben. Die Stadt war da eher polarisiert. Manche sahen diesen Treiben sehr stirnrunzelnd zu, während andere sich von der Begeisterung anstecken ließen. Peter versuchte in Köln zu predigen, was nur mit Hilfe von Dolmetschern ging. Doch am Ende erreichte er vor allem nur, dass die Stadt sich bereit erklärte, sein ausgehungertes Heer aus Bettlern und zwielichtigen Gestalten zu versorgen, kostenlos. Dies wurde gerade noch rechtzeitig beschlossen, denn die Plünderungen an einreisenden Händlern in der Umgebung von Köln hatten bereits begonnen. Diese Raubüberfälle wurden oft mit simpler Logik begründet. Jeder, der das Kreuz annahm und nach Palästina zog, war ein Streiter Gottes. Es war eine Pflicht derjenigen, die daheim im sicheren Bett blieben, den Kreuzfahrer zu unterstützen. Versagte man dem Kreuzfahrer die Verpflegung, war man offensichtlich ein Feind Gottes. Und von einem solchen konnte man sich nehmen, was man wollte. Eine Philosophie, die den lokalen Landwirten und Händlern ziemlich aufstieß. Peter der Einsiedler konnte hier schwer schweigen, wollte er von den Stadtverwaltern und Landesfürsten ernst genommen werden. So predigte er durchaus eifrig gegen das Plündern und gegen Hurerei, die nun in seinem Gefolge geradezu grasierte. Er prangerte auch an, dass manche ihre Kinder gegen Nahrung zu allerlei Abscheulichkeiten verliehen. Doch all diese Lippenbekenntnisse retteten ihn nicht vor dem grundsätzlichen Problem, dass die Finanzierung und unmittelbare Ernährung dieses riesigen Heers ein Problem war, mit dem auch ein professioneller Feldherr seine Mühen hätte. Doch ein neurotischer Dilettant wie Peter von Amiens war da heillos überfordert. Peter besaß bereits eine Truhe, in der sich die Münzen sammelten, allesamt Spenden von kleinen Leuten, die den Kreuzzugsgedanken unterstützten. Oft von Leuten, die sich ihm auch zugleich angeschlossen haben. Heute würde man von einer Grassroot-Kampagne sprechen. Doch Peter wusste, dass er viel größere Subventionen brauchte, um eine so riesige Menschenmasse bis in die Levante zu führen. Die Idee hierzu mochte schon eine Weile in der Luft schweben, wie die aufgeladene Atmosphäre vor einem starken Gewitter. Doch nun löste Peter den Schleier und richtete seine Predigten an die eine Bevölkerungsgruppe, die zugleich vermögend und erpressbar war. Die Juden. Hierbei bediente er sich der üblichen Klischees, die schon damals unentwegt im Umlauf waren. Die Juden hätten Christus gekreuzigt. Dass der vermeintliche Heiland an einem römischen Kreuz gestorben sein soll, mit einer römischen Wache darunter, blendete man vor 1000 Jahren genauso erfolgreich aus, wie man es oft heute ausblendet. Und statt einer Buße für die Schandtaten ihrer Väter seien die Juden reich geworden auf Kosten der lokalen Bevölkerung. Das Vermögen der Juden von Deutschland und Frankreich war eine mittelalterliche Realität, sichtlich bedingt durch die Tatsache, dass in jenen Jahren die ersten Elemente moderner, monetaristischer Volkswirtschaft Einzug hielten. Obwohl der lokale Handel im Rheinland nach wie vor mittels Tauschhandel bestritten wurde, begann man zunehmend Münzen zu pressen, um so den internationalen Handel zu ermöglichen und anzuregen. Doch die Kirche, nie um eine kleine Heuchelei verlegen, verdammte die Verzinsung von Geld. Hinzu kam, dass die Herzöge und sogar König Heinrich sich nicht zu schade waren, auf diese Weise die Juden zu politisieren, indem man sich von ihnen Geld borgte, um damit Kriege zu finanzieren. In Heinrichs Fall sogar Kriege mit dem Papsttum. Im Gegenzug gab man den Juden zusätzliche Privilegien, doch machte sie damit auch politisch angreifbar. So kann man sich vorstellen, dass bereits damals vor über 900 Jahren allerlei Geschichten im Umlauf waren über konspirierende Juden, die aus dem Hintergrund die Fäden zogen und die Geschichte Europas lenkten. Und schon damals zogen es die Menschen vor, ein ominöses Feindbild zu haben, da sie sich letztendlich nicht getrauten, ihren Zorn gegen jene Leute zu richten, die sie wirklich ausbluteten. Die eigene reiche Oberschicht,
Das hat sich seitdem auch nicht geändert. Auch heute suchen manche immer noch die Schuld bei den Juden, bei den Migranten, bei den Moslems, weil die meisten deutschen Wutbürger zu weicheilig sind, um den Finger in die wahre Wunde zu legen und den wahren Feinden der deutschen Gesellschaft den Krieg zu erklären, den Betuchten, die seit Jahrzehnten Milliarden und Milliarden am Staat vorbeigeschafft haben und mit ihren Lobbyisten und Pressure Groups und Thinktanks die deutsche Demokratie aushöhlen und in leisen Schritten Korruption zu legalisieren versuchen. Doch zurück zum Mittelalter. Man muss auch in die Rechnung einbeziehen, dass die vorangegangenen 5 Jahre wirtschaftlich für ganz Europa und auch den Nahen Osten mies waren. Zentraleuropa war da recht kapitalarm, durstig nach neuen Geldmünzen, da die Sachwerte durch Missernten und Dürren massiv gelitten hatten. Und die Juden schienen als einzige durch die Krise hindurchzusegeln, da ihre Prosperität nicht unmittelbar von Weizen, Milch oder Rindfleisch abhängig war, sondern von Edelmetallen und Geld und verzinsten Schuldverschreibungen. Peters Strategie glich einem Zündeln mit Streichhölzern über einem Swimmingpool, der mit Benzin gefüllt ist. Aus der französischen Stadt Rouen kam das Gerücht, man hätte dort in einem Anfall des Volkszorns die gesamte Judengemeinde massakriert. Kurt Frischler beharrt darauf, dass Peter der Einsiedler selbst dieses Gerücht in Umlauf gebracht hatte, denn damit sandte er ein Signal gleich in 2 Richtungen, an die Kölner Juden und an seine eigenen Leute. Beide Gruppierungen sollten verinnerlichen, dass solche Dinge tatsächlich passieren können. Heute gilt es als weitgehend belegt, dass ein Massaker von Rouen tatsächlich nie stattgefunden hat und in der Tat wohl eine Lüge war, die sich sehr schnell durch Europa ausgebreitet hatte. Belegt ist auf jeden Fall, dass Peter der Einsiedler durchaus das antisemitische Element in seinen Predigten über die Schuld am Christi-Tod verstärkte und unentwegt behauptete, dass in Palästina die Juden mit den Moslems gemeinsame Sache machen und gegen die christlichen Pilger intrigieren und diese schikanieren. Und sind nicht schließlich beiderlei Gruppierungen Heiden? In gewisser Weise war das nur ein Remix von Urbans eigener Rede, nur etwas gewürzt mit Judenhass. Peter begann auch zu betonen, dass, wenn sich die Dinge weiterhin derartig gestalten, er sich außerstande sieht, innerhalb seines Heeres die Gefühle gegenüber den Juden unter Kontrolle zu halten. Dies war also eine recht deutliche Erpressung der Juden über den Umweg von Predigten. Entweder ihr bezahlt uns oder wir lassen unsere schlimmsten Bluthunde von der Leine. Die Kölner beeindruckte das erstmal wenig, doch zurück in Frankreich sprach es sich schnell herum und in kleinen Gemeinden wurden die ersten Plünderungen von jüdischen Haushalten verzeichnet. Die Juden von Köln besaßen eine durchaus etablierte Rolle in der Gesellschaft von Köln und waren sichtlich weniger von Privilegien und der Gunst des Adels abhängig. In der Zwischenzeit hatten sich einige neue lokale Persönlichkeiten Peters Schar angeschlossen. Zum einen war da Volkmar, der entweder ein niedrigrangiger Ritter war, vielleicht ein Landsknecht oder kein Prediger von ähnlicher Art wie Peter selbst. Er brachte angeblich weitere 10.000 Menschen, die ihm folgten, vor die Tore von Köln. Bald darauf traf die nächste Gruppe ein, ebenfalls mehrere tausend Menschen groß, angeführt von einem gewissen Gottschalk, der wohl so eine Art Schüler von Peter von Amiens war. Gottschalks und Volkmars Gruppe verschmolzen zu einem gigantischen Heer aus Bauern, Bettlern, niedrigrangigen Edelleuten, Gaunern und allerlei Enthusiasten und christlichen Ekstatikern. Ab diesem Punkt war es geradezu unmöglich, noch die Anzahl der beteiligten Menschen zu überblicken. Und damit es noch schlimmer wurde, traf in jenen Wochen eine weitere Armee ein, die des Grafen Emichow von Flohnheim. In Geschichtsbüchern, die einige Jahrzehnte alt sind, wie zum Beispiel Runciman, wird der Name noch Emichow von Leiningen geführt, aber neue Forschung hat hier einige Korrekturen vorgenommen. Im deutschen Sprachraum sagt man gegenwärtig lieber Emichow der Kreuzfahrer. Emichows Kreuzzugsabteilung unterschied sich durchaus von den eher zerlumpten Kreuzfahrern rund um Peter den Einsiedler. Da war manch ein edles Blut dabei, wie zum Beispiel Guillaume de Melun, genannt Le Charpentier, der Zimmermann wegen seiner berüchtigten Körperkraft. Guillaume oder Wilhelm von Melun galt als ein gewiefter Spanienkämpfer, doch eilte ihm der Ruf voraus, bei der Belagerung von Toledo desertiert zu sein. Das mag auch der Grund sein, warum er sich der Truppe um Emichow angeschlossen hatte, die eindeutig weniger renommiert war als die Abteilungen
um Gottfried, Raimund oder Bohemund. Vermutlich wusste man dort über ihn Bescheid. Emicho war ein hartgesottener Draufgänger, der sich aber auch nicht zu schade war, den Leuten zu erzählen, ihm sei Jesus Christus erschienen und hätte ihm eine Kaiserkrone aufgesetzt, um ihn anschließend aufzufordern, die europäischen Juden zu bekehren. Emicho hatte allerdings eine ganz eigene Vorstellung davon, wie man Juden bekehrte. Und dazu gehörte viel Geld und ein Schwert in seiner Hand. Er ließ es auch nicht an Absurditäten mangeln. So scheint sich auf seiner Schulter eine Brandnarbe in Form eines Kreuzes befunden zu haben, weshalb auch immer. Er neigte dazu, am Ende seiner eigenen Predigten seinen Wams herunterzureißen und die Schulter mit dem Kreuz zu entblößen und erzählte dann, dass Jesus selbst ihm dieses Kreuz gab. Seine aufrührerischen Reden zielten darauf ab, die jüdische Gemeinde in Angst und Schrecken zu versetzen, um sie dann um viel Geld und Gold zu erleichtern. Fairerweise muss man sagen, dass viele der Anekdoten um Emicho etwas apokryphisch sind und seine historische Gestalt, ähnlich wie die von Volkmar und Gottschalk, durchaus etwas Verschwommenes hat. Einige der jüdischen Chroniken aus dieser Zeit lassen jedoch wenig Zweifel aufkommen bezüglich der Gräuel und Abscheulichkeiten, die sich in den kommenden Tagen abspielten. Wir haben also eine höchst volatile Situation vor den Toren von Köln. Es gibt ein riesiges Heer aus Armen und Heimatlosen, das irgendwo zwischen 15.000 und 30.000 Menschen groß ist. Eine riesige Schar, die Peter von Amiens, Walter Sansavoir, Volkmar und Gottschalk folgt. Es gibt ein geringfügig besser bewaffnetes, kleines Heer aus Leuten, die Emicho von Flonsheim folgen, bestehend aus allerlei zwielichtigen Raubrittern, Söldnern und degradierten Rittern. Allesamt Leute, denen man nicht in die Quere kommen möchte. Doch darüber dann in der nächsten Folge.